628 Mark und 18 Pfennige. Sie verdienen bald das Doppelte von mir. Ja, ich kann es ja auch brauchen. Wie gewonnen, so zerronnen. Nehmen Sie einen mit? Bin so frei. Sonst ja nie. Tagsüber. Zigarette? Danke vielmals. Ach ja, Riese, ich habe mich in den 6 Wochen ja hauptsächlich auf die Abonnentenwerbung konzentriert, aber ich möchte mich doch mal mehr um die Inserate kümmern. Ich glaube, da ist noch viel zu machen. Ja, rücken Sie mal dem Kaufhaus Petersen auf die Bude. Wir haben früher immer eine Viertelseite genommen. Wird gemacht. Und wenn Sie mal ein paar Karten fürs Kino brauchen, dann sagen Sie es nur. Ja, die könnte ich schon brauchen. Wieso? Ich hab mich verlobt. Verlobt? Mit wem? Mit der Tochter vom Glasermeister Harder. In der Lütchenstraße. So. Mit der? Ja. Ach, Herr Frese, falls mal jemand kommen sollte, geben Sie eine gute Auskunft über mich, ja? Ich meine, sagen Sie nichts davon, dass Sie verstehen. Ich möchte ihr das lieber selbst sagen. Später mal. In einem passenden Augenblick. Ist in Ordnung, Kuffert. Aber täuschen Sie sich nicht. Es ist alles sinnlos. Denken Sie an das Wasser. Dazu habe ich jetzt keine Zeit. Da nun der Fluss im Licht des Mondes gleißend zieht durch das weite Tal. Hölderlin. Warst du denn nun beim Alten wegen der Gesellenprüfung? Ja. Na und? Fehlanzeige. Wieso? Na, er sagt, er könnte mir schon eine Lehrstelle besorgen und die Fürsorge würde auch was zahlen, aber meinen Lebensunterhalt, den müsste ich selbst bestreiten. Hm. Da müsste ich 1000 Eier haben. Und wie geht's in der Fabrik? Ich kann bald nicht mehr. Irgend so ein Hund da will mich fertig machen. Der Helmke, glaube ich, der neue Vorarbeiter. Na, wie ich den angelernt habe, da war der prima. Und die anderen, die haben mich in Ruhe gelassen, weil sie Schiss vor ihm hatten. Weißt du, das ist doch ein Schläger. Ja, aber seit ein paar Tagen, da ist er wie ein Vieh zu mir. Und die anderen auch. Zur Werkleitung sind sie gegangen, dass sie mich entlassen soll. Aber die hat's abgelehnt. Na, das finde ich doch aber anständig. Was hilft's denn? Als ich vorgestern am Klo war, haben sie die Tür zugenagelt. 2 Stunden habe ich geschrien. Keiner hat's gehört oder hören wollen. Ein Handwerkzeug verstecken sie, dass ich nicht arbeiten kann. Und mit Teer beschmieren sie es. Jeden Morgen, dass ich stundenlang kratzen und scheuern muss und keiner spricht mit mir. Als ich vorgestern am Hof war, da hat wer mir einen schweren Holzklotz nach mir geschmissen. Geld verschwindet dauernd. Ich soll's gestohlen haben. Auf die Arbeitskittel ist Säure gegossen worden. Ich soll's gewesen sein. Meine Fensterscheiben haben sie eingeschmissen und im Lokal schreien sie, hau ab, Zuchthäusler. Psst, Emil. Willi, du, ich halt's nicht mehr aus. Ich muss raus aus der Fabrik. Ich würde ja abhauen, irgendwo hin, aber mit meinem 11 Jahren Knast, wo komme ich denn da unter? Oder ich müsste nachts heimlich in die Fabrik einsteigen und sehen, wer der Hund ist, der mein Arbeitszeug versaut und mich fertig machen will. Naja, vielleicht klappt es ja doch mal mit dem Direktor. Naja, und er schießt dir die 1000 Eier vor. Sag mal, Emil, hast du dir denn gar nichts gespart? Also, ich lege mir immer was zurück. Ja, aber Willi, du hast da viel mehr verdient und... Stimmt das also, dass du dich mit der Hilde Harder verlobt hast? Ja. Seit 4 Wochen. Wissen die das eigentlich von dir? Nein. Willst du sie nicht erzählen? Noch nicht. Mir hast du damals gesagt, man muss es gleich erzählen. Ich sag's Ihnen schon noch. Wann? Bald.
Aber wenn einer den Fahrer nun alles stößt? Ja, wer soll das machen? Wachmeister. Nee, das dürfen wir ja nicht. Dienstgeheimnis. Hannover. Na, was hat denn der davon? Vielleicht kriegt er ein Trinkgeld vom alten Hader. Weil er ihn gewarnt hat. Zum Beispiel 1000 Mark. Ich muss raus aus der Fabrik. Ich halte das nicht mehr aus. Es passiert sonst was. Ja, ja. Vielleicht hast du es doch falsch angefasst mit dem Direktor. Red doch du mal mit ihm. Nee. Mit diesen Ganoven-Geschichten möchte ich nichts mehr zu tun haben. Verstehst du? So. Jetzt muss ich zu meinen Schwiegereltern. Und übrigens ist mir das scheißegal, Brun. Die Hilde ist mündig. Kapiert? Ich möchte jetzt gehen. Das Schlafzimmer ist doch schön, nicht? Das sieht doch nach was aus. Du, sag mal, haben wir die Kopfkissen schon bestellt? Schon längst. Stell dir die Möbel doch mal in einem hellen, freundlichen Zimmer vor. Nur richtige Stippdecken müssten wir haben. So blauseidene. Na ja, ist ja kein Problem. Ich habe ja über 1200 Mark auf meinem Konto. Na, prima wird das, Willi, nicht? Auch noch Kirchen? Mhm. Noch ein Stück Kuchen? Mhm. Chin chin. Weißt du, Willi, Vater hat sich so über deine Zigarren gefreut. Er mag dich richtig gern. Und das will bei ihm was heißen. Ja, ja. Ich glaube, wir kommen ganz gut miteinander aus. Mutter gibt überall an, dass du beim Boten bist und so tüchtig. Hildeke. Nur mit mir bist du immer so komisch. Du bist gar nicht mehr nett zu mir. So ein bisschen zärtlich, weißt du, so wie früher. Komm, Hildeke, sei vernünftig. Muss jetzt alles seine Ordnung bei uns haben, die paar Wochen, bis wir heiraten. Dann haben wir eine eigene Wohnung, keiner kann uns was wollen. Ja, keine Heimlichkeiten und so. Vor deinen Eltern müsste ich mich ja auch genieren. Ja, ja, Willi, du hast schon recht. Nur manchmal habe ich das Gefühl, ich kenne dich so wenig. Wollen wir uns nicht die Küchenstühle noch ansehen? Mensch. Na, gehen Sie gleich zu Herrn Friese rein, da will Sie sprechen. Was machen Sie für ein Gesicht? Ich mach doch gar kein Gesicht. Na, gehen Sie schon, Herr Friese wartet. So, schön, schön. Warum sind Sie so gereizt, Herr Kraft? Ach, bin ja gar nicht gereizt. Gehen Sie schon rein, Mensch.
Abend. Ach, guten Abend, Kuffert. Herr Brötchen. Na, wo waren Sie denn heute? Im Norden. Im Norden, so. Lederfabriken. Weberstraße, Töpferstraße, Linsingenstraße. Ja. Wieso fragen Sie denn, Herr Fräse? Heller Regenmantel stimmt. Blasses Gesicht stimmt. Grauer Filzhut stimmt nicht. Aber sicher hat er noch einen Grün zu Hause. Das werden wir nachprüfen. Kriminalassistent Brötchen. Sie haben also in der Töpferstraße geworben. Und davor mal mache ich Sie darauf aufmerksam, dass alles, was Sie hier aussagen, gegen Sie verwandt werden kann. Aber Sie kennen den Rommel ja. Sie sind doch vorbestraft. Also machen Sie keine unnötigen Schereien. Sie sind nun mal geschnappt worden. Wieso? Ich verstehe überhaupt nichts. Ich bestreite alles. Siehst du, von vornherein bestreitet er alles. Aber in der Töpferstraße haben Sie geworben. Das haben Sie doch schon zugegeben. Ja. Und bei einer Frau Zwietus sind Sie auch gewesen. Das weiß ich nicht. Ich gehe jeden Tag in 30, 40 Wohnungen. Da merkt man sich nicht alle Namen. Sie bestreiten also, bei Frau Zwietus gewesen zu sein? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, ich weiß es nicht. Dazu muss ich erst einmal die Wohnung sehen, die Etagentür, vielleicht auch die... Was ist denn überhaupt los mit dieser Frau Zwietusch? Besitzen Sie einen grünen Filzhut? Nein. Was haben Sie noch für einen Hut? Noch einen grauen. Grau und grün sind leicht zu verwechseln. Jedenfalls ist es am besten, ich gehe mit Kuhfeld erstmal auf seine Bude und sehe mal seinen Kleiderschrank an. Vorläufig immer noch Herr Kuhfeld. Na, geben Sie bloß nicht an, Mensch. Also, danke schön für Sie. Brötchen, trink doch erstmal deinen Cognac aus. Und hier, Kuhfeld. Komm, trink auch ein. Auf den Scheck. Vielen Dank. Sie brauchen auf der Straße übrigens nicht neben mir zu gehen. Herr Kuhfeld. Wie viel haben Sie sich verlobt? Ich gehe hin denen. Aber wenn Sie Geschichten machen, dann knallt's. Ich weiß. Ich mach keine Geschichten. Und sagen mir doch schon, was los ist mit dieser Frau Zwietusch, Herr Assistent. Also, ab zu Ihrer Wohnung. Auf Wiedersehen. Ja. Feine Klamotten haben Sie. Alles vom Werbelohn bezahlt? Ich habe beim Boden schon 240 Mark die Woche verdient. Davon hat mir Fräse nichts gesagt. Na, dafür gibt's aber Zeugen, Herr Assistent. Das steht alles in den Büchern. Quittungen sind auch da. Und nun ist das Geld wieder alle. Aber wieso denn? Wer hat Ihnen den Quatsch erzählt? Über 1200 Mark habe ich auf meiner Sparkasse. So. Mhm. Setzen Sie auch mal diesen Hoodie auf. Das sieht grünlich aus, finde ich. Das müssen Sie auch zugeben, Herr Kuhfeld. Grau, finde ich. Ach was, grün sieht er aus. Grau. Ja, trotzdem, warum leugnen Sie denn alles? Zeigen Sie mal Ihr Sparkassenbuch. Ja. Seit 4 Tagen haben Sie nichts mehr eingezahlt. Mhm. Wie viel Bargeld haben Sie bei sich? 40 Mark. Ja. Und wo sind die 300 Mark? Welche 300 Mark? Die Sie der Zwietusch aus der Kommode genommen haben. Tun Sie doch nicht so, Kuhfeld. Ist doch zwecklos. Heute Abend mache ich noch eine Aussuchung hier. Und wenn Sie es auch beiseite geschafft haben, ich find's. Also der Zwietusch hat einer 300 Eier aus der Kommode. Ja, Assistent, dann gehen wir doch gleich mal zu ihr. Da wird sie Ihnen ja bestätigen, dass ich es nicht war. Warum freuen Sie sich auf einmal so? Na, ich weiß doch jetzt, was los ist. Nun wird sich alles aufklären. Und warum sind Sie vorhin bei Fräse so erschrocken? Ich bin überhaupt nicht erschrocken. Aber wenn einer mal vorbestraft ist, dann sieht er nicht gern Kriminalbeamten. Unser einer wird ja immer gleich verdächtigt. Nee, nee, Kuhfeld. Mich machen Sie nicht dumm. Irgendwas haben Sie auf dem Kerbholz. Auch wenn Sie es bei der Zwietusch nicht gewesen sind. Euch Brüder kenne ich. Irgendwo stinkt's bei Ihnen. Herr Assistent, ich habe so ein schönes Geld verdient. Ich habe ein Konto. In 2 Wochen will ich heiraten. Das wäre doch saudumm, wenn ich mir wegen 300 Mark alles vermasseln würde. Mancher ist dumm und weiß es nicht. So klauen ist überhaupt dumm. Ja, eben, deswegen tue ich es ja nicht. Außerdem, ich bin viel zu feige zum Klauen. Ach. Na, wir werden ja sehen. Also, gehen wir zu Frau Zwietusch. Nee, Herr Assistent,
Also hier bin ich nicht gewesen, glaube ich. Glauben Sie? Ja. Sie sind ein ganz ausgekochter Hund. Herr Assistent, seitdem ich weiß, worum es sich dreht, habe ich doch keine Angst mehr. Seit Sie wissen, dass es sich nur darum dreht. Klingeln Sie. Guten Abend. Guten Abend, Frau Zwietusch. Wir hätten Sie gerne mal gesprochen. Kommen Sie rein. Danke. Was wollen Sie denn? Na, hat sie mich erkannt oder nicht? Nein, Frau Zwietusch. Das ist also der junge Mann. Ich protestiere. Wenn Sie der Frau sagen, ich wär's, dann glaubt sie es am Ende auch. Ich bin es doch nicht, Frau Zwietusch. Sie haben mich doch überhaupt noch nie gesehen, nicht wahr? Halten Sie den Mund, Kuffert. Sie haben hier gar nichts zu fragen. Frau Zwietusch, das ist der junge Mann, der hier in der Straße für den Boten geworben hat. Ist er bei Ihnen gewesen? Sehen Sie mich erst bitte genau an. Den Mund sollen Sie halten, Kuffert. Ja, ich weiß nicht. Man guckt sich die Leute ja nicht so genau an. War der so groß? Das frage ich Sie. Heller Regenmantel, blasses Gesicht. Sie sehen, das stimmt, Frau Zwietusch. Ja. Habe ich denn so einen Hut aufgehabt? Ich meine, hat der so einen Hut aufgehabt? Sie haben doch gesagt, er hat einen grünen Hut aufgehabt. Der Hut ist doch nicht grün. Nee, grün ist er wohl nicht. Hat der Hut von dem Mann denn solche Fasson gehabt? Das weiß ich doch nicht. Er hat ihn ja gleich abgenommen. Hab ich grün gesagt? Grün haben Sie gesagt. Oh, da wird er vielleicht so ausgesehen haben. Ja, Sie müssen das wissen, Frau Zwietusch. Übrigens haben Sie ausgesagt, er hat den Hut auch drüben im Zimmer aufbehalten. Erst beim Schreiben hätte er ihn neben sich auf den Tisch gelegt. Habe ich das gesagt? Dann wird es wohl stimmen. Das wird der Hut gewesen sein, Herr Kommissar. Hm. Und ist das nun der junge Mann? Tja, erst habe ich gedacht, er ist es nicht. Der andere ist etwas größer gewesen und dann hat er auch eine rauere Stimme gehabt. Aber jetzt glaube ich beinahe, er ist es doch gewesen. So. Hat er denn das Geld noch? Frau Zwietusch, nun sehen Sie mich doch mal genau an. Hat er denn solches Haar gehabt? Ich meine, so eine Frisur. Hat er so gesprochen wie ich? Oder überlegen Sie doch mal. Nee, mein Herr. Sie wollen mich bloß wirr machen. Das hat auch der Herr Kommissar gesagt, Sie sollen ruhig sein. Eine Schande ist das von Ihnen, einer armen Frau ihre ganzen Ersparnisse aus der Kommode zu stehlen. Und dann haben Sie noch so scheinheilig gesagt, ich soll in die Küche gehen und das Essen nicht anbrennen lassen. Sie können warten. Nee, Frau Zwietusch, so einfach ist das nur nicht. Jetzt dürfen Sie sich auf keine Geschichten einbilden. Viel spricht bisher nicht dafür, dass Sie ihn wiedererkannt haben. Aber wo ich Ihnen doch gesagt habe, natürlich habe ich ihn erkannt, Herr Kommissar, das ist er. Nein, ich bin nie hier gewesen. Und so einen Ring hat er auch auf der linken Hand gehabt. Das haben Sie aber bisher nicht angegeben. Das ist mir jetzt erst eingefallen. Bestimmt hat er so einen Ring gehabt. Grüß Gott, wer meiner Frau ihr Ersparnis geklaut hat. Komm her, du Ass. Ich schlag dir die Kupplein. Langsam, Zwietusch, laut. Gustav, du bist ja wieder blau. Jeden Abend kommt er wieder besoffen nach Hause. Stehen Sie auf, Zwietusch. Wann trinken Sie wieder? Das geht sicher, Lisa. Aber büsch, wenn ich dich mal wieder wische. Dann dürfen Sie nicht so besoffen sein. Bringen Sie Ihren Mann ins Bett, Frau Zwietusch. Vielleicht kommen wir morgen früh wieder vorbei, damit sich die Herren bei Tageslicht ansehen. Gute Nacht. Aber Herr Assistent, wenn Sie mich denn morgen noch mal vorführen, dann bin ich Hobster. Dann erkennt sie mich bestimmt wieder, jetzt, wo sie mich die ganze Zeit angesehen hat. Los, gehen wir. Wieso? Wohin wollen Sie mich bringen? Sie bleiben heute Nacht im Polizeigewahrsam. Aber Herr Assistent, Sie wissen doch selbst, ich war es nicht. Ich muss doch zu meiner Braut. Machen Sie mir nicht alles kaputt. Keine Zickenkuh halt. Was macht Ihnen schon eine Nacht im Kittchen aus? Na? Haben Sie sich die Sache inzwischen überlegt, Herr Kuhfeldt? Ich brauche nichts zu überlegen. Sie haben mich widerrechtlich eingesperrt. Die Frau gestern hat mich nicht erkannt. Natürlich hat sie erkannt. Nur das Lampenlicht hat sie verwirrt. Ich war nicht in der Wohnung. Warum lügen Sie eigentlich, Herr Kuhfeldt? Ich bin nie in der Wohnung gewesen. Und was ist das? Abonnements, Quittung des Boten für Frau Elli Zwietusch, Töpferstraße 97. Geld dankend erhalten. Kuhfeldt. Nun, was sagen Sie jetzt?
so, schön. Ja, ich war in der Wohnung. Ich erinnere mich. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Ich habe gedacht, ich käme so durch. Sie haben gedacht, wir lassen Sie laufen und Sie könnten türmen. Ja. So. Sie haben also die 300 Mark gestohlen? Ja. Weshalb? Ich brauchte Geld, ich wollte heiraten. Sie haben aber doch gut verdient. Nicht genug. Und was haben Sie sonst noch ausgefressen? Weiter nichts. Doch, leugnen Sie nicht. Wir haben uns erkundigt. Sie haben... Na? Sollen wir Sie noch länger hier behalten, Kuffert? Was machen mir schon ein paar Nächte im Kittchen aus? Aus welcher Schublade haben Sie das Geld genommen? Aus der obersten. Nein, ich weiß nicht mehr. Hat Ihnen jemand gesagt, dass das Geld drin ist? Ich hab's eben mal versucht. So, so. Und jetzt können wir also das Protokoll aufsetzen und Sie unterschreiben's? Ja. Und gehen so ein, zwei Jährchen dafür ins Kittchen? Ja. Schmeißen Sie den Kerl doch raus, Brötchen! Kann den verlogenen Burschen nicht mehr sehen. Jawohl, Herr Kommissar. Und die andere Sache? Ach, sowas hängt sich doch immer von allein. Du kommst uns noch, mein Junge. Aber was ist denn los, Herr Assistent? Warum ist denn der Kommissar so wütend? Habe ich am Ende das Geld doch nicht geklaut? Sie haben hier gar nichts zu fragen. Lassen Sie sich Ihre Sachen geben und verduften Sie. Ja, was sagen Sie mir doch... Komm du mir noch mal in die Finger, Jungchen. Du hast noch mehr auf dem Kerbholz. Was macht mir noch eine Nacht im Kittchen aus? Herr Assistent. Das hat uns Brötchen schon gesagt, dass sie das Geld nicht genommen haben. Aber trotzdem. Ja, wer hat es denn nun eigentlich geklaut? Ach, das wissen Sie gar nicht. Na, der Zwietusch selbst. Und mir wollte er alle Knochen kaputt schlagen. Und warum hat er es genommen? Weil er nur ein Saufkorb ist. Hat gerade eine Entziehungskur hinter sich. Jetzt will er alles auf einmal nachholen. So ein Aas. Und ich hätte Knast geschoben für den. Der Gastwirt, bei dem er sein Geld deponiert hat. Damit er immer trinken kann und seine Frau es nicht findet. Der hat's angegeben, als er von ihrer Geschichte erfahren hat. Ja. Dann ist sie also rum in der Stadt. Meine Geschichte. Ja. Und sehen Sie, deswegen können wir sie auch nicht länger bei uns behalten. Solange es nicht bekannt war, Sie verstehen. Aber jetzt, wo es rum ist... Und sie so in die Wohnung lassen? Dann macht man uns womöglich haftbar. Bisher ist ja wohl nichts weggekommen. Nein, sage ich ja auch gar nicht. Aber vielleicht kann jetzt behauptet werden, ist doch auch in Ihrem Interesse. Ich habe doch gut geworben. Oder? Doch selbstverständlich. Aber wie die Dinge nun mal liegen, wir zahlen Ihnen auch 50 Mark Abstand. Nicht wahr, Frese? Mein Zimmer müssen Sie mir auch zahlen. Ich bleib nicht hier. Ich gehe wieder in die Stadt. Also hören Sie mal das Zimmer. Lass doch, Mensch, gib ihm. Übrigens, bei diesen Haders, da würde ich mich an Ihrer Stelle nicht mehr verabschieden. Ach, bei Haders ist Brötchen auch gewesen. Hier haben wir die neue Ausgabe. Können Sie mitnehmen auf die Reise. Was zum Lesen. Steht ein tolles Ding drin.
Totschlag in der Ostfabrik. Vorbestrafter in Maschinenhalle erschlagen. Gestern Nacht stieg aus bisher ungeklärten Gründen der vorbestrafte Emil Brun in die Holzfabrik ein. Und da begegnete er dem Vorarbeiter Heinz Helmke. Es kam zu einer Schlägerei. Und da hat der Helmke dem Brun den Schädel eingeschlagen. Mit einem Schraubenschlüssel. Ja. Der Tod trat sofort ein. Übrigens, dieser Brun ist doch einer von Ihren. Naja, ich hab's Ihnen ja gleich gesagt. Zufall. Aber übrigens, Ihr Flüsschen hier ist nicht. Oh, in der Stadt, da haben Sie einen schönen Hafen. Nee. Nee, nee. In der Stadt, da steigt nun ein ganz anderer Laden. Wenn mich keiner haben will, wenn ich immer nur der Ganove sein soll, na schön. Ich kann auch anders. Tschüss. Vielleicht hören Sie noch mal was von mir. Ich meine 5 Mark. Pass bloß auf, Ernst. Er ist ein Rabe. Die Evelyn hat er gestern halb totgeschlagen und ihr die ganze Marie aus der Tasche geprügelt. Von Mutter. Lass den Jungen in Ruhe, der Stieker. Was brauchen wir eine neue Fresse? Es gibt für die anderen schon nichts zu tun. Schnauze, Mensch, dann schmeiß ich dich raus. Setz dich! Danke. Cognac, Prost. Lambatzke. Vorsicht. Jungchen, du mit einer Kanone, wie du schießt, bist du hin. Ich wollte dir doch nur die 400 von damals wiedergeben. Was? Ich hab sie zu Hause. Amselstraße 44. Bei Pflege. Entschuldigen Sie, Herr Lederer. Ich wollte nur sehen, ob Sie es sind. Ja, danke, Frau Pastor. Brauchen Sie noch etwas? Nein, nein, danke. Ich wollte mich auch noch bedanken, dass Sie mir den Mülleimer runtergetragen haben.
Danken soll man immer erst am Ende. Ne? Wie war's im Theater? Bekommen Sie eine neue Rolle? Ja. Ich werde bald eine neue Rolle spielen. Übrigens, gleich kommt noch ein Kollege von mir. Lassen Sie sich nicht stören, ja? Ich bleib sowieso noch auf. Mein seliger Mann ging auch nie vor 12 schlafen. Pussy, komm. Herr Lederer will sicher noch arbeiten. Hm? Wenn ich noch wach bin, lasse ich Ihren Kollegen rein. Ja, danke, Frau Pastor. Sie wollen zu Herrn Lederer. Bitte schön. Ja. Ihr Kollege? Ja, danke. Komm rein. Bitte sehr. Frühstück wie immer? Ja, bitte. Gute Nacht. Gute Nacht, Herr Lederer. Arbeiten Sie nicht zu viel. Wie heißt du jetzt, Lederer? Ja. Ernst Lederer, Schauspieler. Na, dann gib mir mal einen Cognac, Herr Lederer. Prima wohnst du hier. Das geht. So ein Zimmerchen hättest du dir damals nicht mieten können. Mieten kann man immer. Nur zahlen. Aber die 400 hast du doch für mich. Vielleicht. Mensch, du hast mich kommen lassen wegen der 400. Also hast du sie oder hast du... Mit dir ist was los, Kuhfalt. Du hast dich mächtig verändert. Vielleicht hast du recht gehabt. Arbeiten und ehrlich sein, das ist nichts für uns. Wir müssen eben als Ganoven weitermachen. Alles andere ist Quatsch. Alle Achtung. Endlich. Also, was willst du? Ich hab eine Annonce, Batzke. Das wird eine schöne Annonce sein. Du kannst doch nicht bald overn. Also gut, komm, hier, nimm dein Geld, hau ab, mach ich's mit dem anderen. Na ruhig, Willi, ruhig. Trink doch erstmal deinen Cognac, ehe er warm wird. Und jetzt erzähl mal, was du rausgekriegt hast. Komm mit. Steinchen. Komm ein Stück weiter. Pass auf den Wächter auf. Nicht sehr kräftig, ein Tiefschlag und der sagt nicht mehr piep. Nee, warte mal ab. 11 Uhr 44. Er geht rein, schließt die Tür von innen. Jetzt geht er nach hinten, um die Gitter runterzulassen. Das Geschäft ist natürlich Tag und Nacht bewacht, aber an die 2 Minuten, wo der Wächter hinten im Laden ist, um die Gitter runterzulassen, haben sie nicht gedacht, verstehst du? In den 2 Minuten kann er nicht auf die Auslage aufpassen. Wir können die Scheibe einhauen, das Tablett kitschen und ab. Geht erst immer noch nicht unten.
Na, ist das eine Annonce? Wo steht der nächste Bulle? 3 Querstraßen weiter, aber nur ein Verkehrspolizist. Schön. Man kann ja über die Sache mal reden. Was reden, reden? Was wird's denn da? Achtung. Jetzt gehen die Gitter runter. 11:46 Uhr. Ja, einfach, wie du dir das denkst. Das Loch in der Scheibe muss ziemlich groß sein, dass man das Tablett auch schnell durchkriegt. Tja, und diese ollen Scheiben. Wahrscheinlich kriegt man mit dem Backstein nur ein kleines Loch rein und da muss man mit der Hand durchlangen, kriegt höchstens 20, 30 Ringe zu fassen. Nee, das muss erst mal ausprobiert werden. Ja, wieso ausprobiert werden? Willst du erst probeweise die Scheibe einhauen? Dussel, gibt doch Neubauten in den Vororten, wo wir ein bisschen üben können. Dass der Kram auch klappt. Du hör mal, Batzke, ich möchte nicht riskieren, wegen der eingeschlagenen Scheibe von einem leeren Laden bomben zu müssen. 100.000 Mark ohne Risiko gibt's nicht. Woher weißt du eigentlich, dass das Tablett nicht unten angeschlossen ist, ha? Und ohne Auto ist das überhaupt nicht zu machen. Oder willst du mit dem Tablett in der Hand durch die Stadt rennen, die Bullen noch womöglich hinter dir her und knallen? Also wenn du nur Schwierigkeiten siehst... Wie du dir das denkst, Amateur. Hey, ein Auto müssen wir haben. Aber das darf erst kurz vorher geklaut werden, damit die Bullen die Nummer nicht kennen. Und dann das Schwierigste. Wie willst du die Dinger verkloppen? Gibt's doch Hehler für sowas. Ja, schon. Aber darum musst du dich vorher kümmern, sonst kriegst du höchstens 1.000 Mark für den ganzen Kitsch, weil sie dich nämlich in der Hand haben. Wahrscheinlich geben sie dir sogar überhaupt nichts. Ja, wieso überhaupt nichts? Weil eine hohe Belohnung ausgesetzt ist und sie sich bei der Polente beliebt machen können. Also schön, lassen wir die Sache. Ich sehe schon, du willst nicht. Wieso will ich nicht? Die 2 Minuten sind eine feine Sache. So eine Annonce kriegt man nicht alle Jahre. Aber du taugst nicht zu sowas. Wieso? Wenn ich das anfasse, dann wird's ein ganz tolles Ding. Alle Zeitungen schreiben davon und ich werde eine große Nummer. Ich denk nicht dran, mir von dir die Tour vermasseln zu lassen. Aber Patzke, ich werde dir beweisen, dass ich es schaffe. Ich vermassele dir nichts, Patzke. Dich kenne ich doch. Irgendeine Urkundenfälschung oder eine Hochstapelei bei Weibern wie bei deiner Wirtin da, das kannst du. Aber von der Sache lass die Finger weg. Ich gebe dir für die Annonce die 400 Eier wieder. Du bist wohl blöd, was? Also schön. Wenn die Sache klappt und weil wir so lange im Knast zusammen waren, gebe ich dir noch mal 400. Mensch, 100.000 Mark sind die Klunker wert und du willst mir nur 800 dafür geben, wo ich die Annonce gebracht habe. Glaubst du, vielleicht irgendein Hehler zahlt uns den Ladenpreis? Du hast ja auch von gar nicht eine Ahnung. Brillanten sind schwer zu verkitschen. Die muss man ins Ausland bringen, Amsterdam oder London. Wenn wir 5.000 kriegen, ist das viel. Ich muss auf jeden Fall mitmachen. Gut. Lass ich die Sache eben sausen. Es gibt noch andere Tipps. Also schön, Batzke. Aber eins sage ich dir. Ich stehe jeden Abend vorm Laden. Und wenn du das Ding drehst, sage ich dir, dann hau ich dich in die Pfanne. Na komm, schlag doch zu, aber ohne mich kannst du das Ding doch nicht drehen. Oder du kannst mich gleich ganz totschlagen. Ich muss dabei sein, Batzke, hörst du? Ich kann doch nicht mehr. Also gut, Willi. Wir machen das Ding zusammen. Besorg mal für den Ziegelstein und einen Pflasterstein. Und abends um 11 gehen wir dann mal in die Heidestraße, wo die neuen Siedlungen sind. Da kannst du an einem leeren Laden ordentlich üben. In der Heidestraße wurden letzte Nacht die beiden Schaufensterscheiben eines Neubauladens mit einem Ziegel und einem Pflasterstein eingeschlagen. Es wurden 2 Männer beobachtet, die jedoch unerkannt entkommen konnten. Interessant sind in diesem Zusammenhang die Angaben des Verkäufers einer Baumaterialienhandlung, wonach gestern Nachmittag ein junger Mann bei ihm erschienen sei, der unter dem Vorwand, er wolle Muster haben, einen Ziegelstein und einen Pflasterstein verlangte.
Die Polizei weiß noch nicht, ob diese beiden Vorfälle in Zusammenhang stehen, verfolgt aber eine bestimmte Spur. Na? Batzke, ich werde doch nicht so dumm sein. So, wirst du nicht so dumm sein. Ich auch nicht. Schluss, Kuhfalt. Scheiße. Höchste Zeit fürs Theater. Haben Sie nicht Probe? Ach was, Theater. Haben Sie die Rolle nicht bekommen? Ich dachte schon, Sie memorieren Ihren Text, weil Sie immer auf und ab gehen. Machen Sie sich nichts draus, Herr Lederer. Mein seliger Mann ist als junger Vikar in allen drei Probepredigten hintereinander stecken geblieben und hatte schon allen Mut verloren. Aber dann haben wir doch noch die Pfarre bekommen. Nur Geduld haben, so geht's immer. Sie kriegen sicher auch bald ein Engagement. Und wegen der Miete machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe ja meine Pension und auf meinem Sparkassenbuch ist auch noch was. Wenn Sie was brauchen, sagen Sie es ruhig. Ich habe das Buch in meinem Schlafzimmer im Nähkasten. Da findet so leicht keiner. Einem ordentlichen Menschen wie Ihnen helfe ich gern mal aus. Ihr Kollege gefällt mir ja nicht so. Aber man tut den Leuten ja so leicht Unrecht, wie mein seliger Mann immer sagte. Ich red und red und störe Sie nur. Entschuldigen Sie, Herr Lederer. Aber wenn man so allein ist. Komm, Pussy. Wir gehen wieder. Und wenn ich will, dann kann ich auch ein Ding drehen. Ich werde es euch beweisen. Da vorne, wie ist es denn mit uns? Lassen Sie mich gefälligst in Ruhe. Oder ich schreie. Ah! Na, schrei doch. Moment bitte. Herein. Guten Morgen, Herr Lederer. Hier ist die Zeitung. Da stehen heute viele Stellenanzeigen drin. Ich meine nur für den Fall, dass es mit dem Theater im Moment nichts ist. Ich wünsche Ihnen Glück, Herr Lederer. So viel Glück. Dankeschön, Frau Pastor.
Wiederschauen. Die Kriminalpolizei bittet uns um eine Durchsage. Heute Nacht wurde gegen 23.45 Uhr die Fensterscheibe eines Juwelierladens in der Schillerstraße eingeschlagen. Die Täter, von denen bisher jede Spur fehlt, konnten Schmuck im Werte von nahezu 100.000 Mark erbeuten. Die Kriminalpolizei bittet Sie um Ihre Mithilfe. Sachdienliche Mitteilungen nehmen alle Dienststellen der Polizei entgegen. 7 Stunden haben Ihre Leute in meinem Geschäft zugebracht, Herr Kommissar. Sie haben der Reihe nach alle meine Angestellten, einschließlich mich selbst, im Verdacht der Teilhaberschaft an diesem Überfall gehabt und verhört. Darf ich fragen, ob Sie jetzt eine gewisse Spur verfolgen? Darüber kann ich im Interesse unserer Arbeit keine Auskunft geben. Ach. Und was soll jetzt geschehen? Darüber werden Sie Bescheid erhalten. So. Ich sage Ihnen, Sie tappen völlig im Dunkeln und warten auf irgendeinen Zufall. Aber ich bin nicht bereit, auf Sie und diesen Zufall zu warten. Ich werde also auf eigene Faust versuchen, meinen Schmuck wiederzubekommen. Denn darauf kommt es mir an. Mit Detektiven? Darüber kann ich Ihnen im Interesse meiner Ermittlungen leider nichts sagen. Aber Herr Wosselow, was wollen Sie denn machen? Das müssen Berufsverbrecher gewesen sein. Ein Anfänger kommt nicht hinter diese 2 Minuten, in denen der Wächter im Laden war. Da braucht man kein Berufsverbrecher zu sein, um einen Stein in ein Schaufenster zu schmeißen. Sie werden bald Neues von mir hören. Aber aus der Zeitung. Morgen. So ein hochnäsiges Ass. Draußen ist einer, der will Sie wegen der Juwelengeschichte sprechen. Soll reinkommen. Vielleicht weiß er was. Hm. Kommen Sie rein. Sie kommen wegen des Juwelendiebstahls bei Wosselow. Ja, ich wollte mal fragen, ob schon eine Belohnung ausgesetzt ist. Nein. Und wird auch keine? Das kommt darauf an. Also, komme ich noch mal wieder. Moment mal. Angenommen, es wäre eine Belohnung ausgesetzt. Könnten Sie uns dann etwas über die Geschichte erzählen? Ich weiß nicht. Das kommt auf die Summe an. Junger Mann, Sie wissen doch, dass Sie aussagen müssen, wenn Sie von einem Verbrechen Kenntnis haben. Andernfalls machen Sie sich strafbar. Ja, ja, aber ich weiß auch nicht mehr, als was so in den Zeitungen steht. Ich könnte vielleicht mehr erfahren, weil ich zu gewissen Kreisen Verbindung habe. Augenblick mal. Ich komme gleich wieder. Ich muss jetzt gehen. Moment. Wir haben uns doch schon mal kennengelernt. Nicht? Bestimmt nicht. Sie verwechseln mich. Ich komme schon dahinter. Bleiben Sie nur eine Sekunde so sitzen. Ich habe mich eben erkundigt. 10.000 Mark werden als Belohnung ausgesetzt. Das sind 10.000 Mark für Sie. Wir Beamten sind ja doch immer Nesen. Also? Ich müsste mich mal umhören. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie brauchen nichts zu sagen. Keinen Namen, nicht wer Sie sind, wo Sie wohnen. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort als Beamter. Sie können unbeobachtet verschwinden. Aber Sie sehen sich erstmal unsere netten Bilderchen an. Und wenn Sie den gewissen Mann finden, dann sagen Sie bloß, er ist dabei. Weiter nichts. Dann können Sie gehen und kriegen sofort 200 Mark Konto. Ich kenne den Mann ja gar nicht. Das lassen Sie mal unsere Sorge sein. Na, Sie werden sich doch gern so ein paar Bilderchen ansehen. Welchen Buchstaben wollen Sie? Ich weiß nichts. Na, wo Sie so schönes Geld verdienen können. Und wir würden auch mal ein Auge zudrücken, wenn Sie wieder mal was... Naja, wir verstehen uns schon, nicht? Also, was wollen Sie? A? B? Oder... Ah, geben Sie ein B. Sorry.
Dankeschön. So, hier sind Ihre 200 Mark. Sie sehen, wir sind immer anständig. Und nun können Sie ruhig nach Hause gehen. Auf Wiedersehen. Ist doch komisch, ich lache wie Noto. Meine Mutter sagt, ich soll mich im Lokal nicht von fremden Herren ansprechen lassen. Ich werde dich schon nicht umbringen. Du bist wirklich süß. Bist du komisch. Ich muss dich mal verlassen, die vielen Likörchen. Da kommst du doch gleich wieder, ja? Du bist mich hier nicht allein. Ich bin doch gleich wieder da, du Dummer. Behalte deine Tasche als Pfand. Also du bist mir eine. Ideen hast du? Gib mir mal einen Groschen. Meine Tasche kannst du behalten. Reich bist du damit sowieso nicht. Also, bis gleich. Alles sinnlos. Los, los, Mensch, machen Sie auf! Wie kommen Sie denn hierher? Sie haben mir doch Ihr Ehrenwort gegeben. Na was, hören Sie mal zu. An die geehrten Herren Einbrecher. Der Unterzeichnete wünscht sich, mit Ihnen direkt in Verbindung zu setzen und versichert Ihnen ehrenwörtlich, Sie nicht bei der Polizei anzuzeigen, falls Sie ihm seinen geraubten Schmuck zurückgeben. Er erklärt sich bereit, Ihnen 10.000 Mark zu zahlen. Dieser Preis ist höher, als irgendein Hehler zu zahlen bereit sein wird. Mit der nochmaligen Zusicherung seiner unverbrüchlichen Verschwiegenheit, mit der ich mit meinem Namen als ehrlicher Kaufmann einstehe, Hermann Wositlow. Diese Anzeige sei gestern Abend in allen Zeitungen. Wenn der auf diese Weise seinen Schmuck wiederkriegt, ist die Polizei bis auf die Knochen blamiert. Also, wo wohnt dieser Batzke? Batzke? Fangen Sie nicht wieder mit Ihren Geschichten an. Wo wohnt er? Das weiß ich doch nicht. Da wohnt jeder nach beim anderen Mädchen. Aber Sie kennen ihn doch. Sie wissen, wo er verkehrt, nicht? Ja. In spätestens 3 Stunden haben Sie seine Adresse. Hauen Sie gleich ab und rufen Sie mich an, wenn was los ist. Apparat 274 im Präsidium. Ja, aber... Sind Sie übrigens Fetischist? Was? Ob Sie Fetischist sind, frage ich. Warum schlafen Sie mit einer Damenhandtasche? Nein, nein. Die ist von meiner Braut. Die hat sie gestern Abend hier liegen lassen. Hier bei der Pastorin, eine Braut im Bett? Also, jetzt gehen Sie los. Aber glauben Sie ja nicht, dass Sie türmen können. Sie finde ich auf jeden Fall. Morgen. Ich suche den Batzke. Haben Sie eine Ahnung, wo der ist? Ach, da waren Sie das wohl, der eben für ihn angerufen hat. Ja, ja. Er sollte hier auf mich warten. Hat gesagt, er müsste mal eben in den Stadtpark. Käme bald wieder. Aha. Also ich komme auf jeden Fall wieder vorbei. Er soll hier auf mich warten. In Ordnung. Thank you.
Watzke. Morgen, Ilse. Schönes Wetter heute, was? Natürlich, Willi. Also, was willst du? Ich hab's eilig. Ich, Dito. 5.000. 800 wie ausgemacht? 800 waren bei 5.000 ausgemacht. Also schön. 2, damit ich meine Ruhe habe. 4. 3 und keinen Pfennig mehr. 4? Ich werde doch nicht so dämlich sein. Halt die Klappe! Rein. Was ist denn? Oh, Herr Lederer. Nicht schreien. Ich tue Ihnen nichts. Bleiben Sie 2 Minuten. So liegen.
Lederer. Na also, Kuhfeld. Ich habe Ihnen doch versprochen, dass ich Sie auf jeden Fall wiederfinde. Nicht sehr erfreut, was? Einlieferung. Wie viele? 5 Mann. Was länger ist dabei? Weiß nicht. Einer mal fesseln müssen. Hat rote Papiere. Name. Kuhfeld Wilhelm. Hat 7 Jahre. Raub, Einbruchsdiebstahl. Das ganze Strafgesetzbuch. Also los. Los! Nehmen Sie die Hände aus den Taschen, aber sofort. Ich glaube, der alte Wackelkopf hat vor Angst in die Hosen geschissen. Stimmt, das haben Sie in die Hosen. Gott, ich kann doch nichts dafür. Na, bei Hausvater werden Sie was erleben. Morgen, Herr Hauptwachmeister. Halt's Maul, ich brauche nicht einen guten Morgen. Tag, Herr Hauptwachmeister. Bin auch mal wieder dabei. Nur eine Kleinigkeit diesmal. 9 Monate. Die Menschen verstehen gar keinen Spaß mehr. Kriege ich jetzt meinen Posten in der Küche wieder, Herr Hauptwachmeister? Sie wissen doch, keiner kocht so gut wie ich. Und keiner frisst so viel wie Sie, Heberlein. Na ja, ich werde mit dem Arbeitsinspektor reden. Danke. Der Letzte. Gott, sieht ja aus. Ganz schön, ja. Was haben Sie denn gemacht, Mädchenskind? Ich habe mich geprügelt mit einem. Sieht er dann noch aus, als hätte er Sie geprügelt. Kommt Ihr Freund auch noch? Glaube ich nicht. Hat Z gekriegt. Braucht mir das mal aufs Dinkern. Er wird schon nicht hören. Bitte nicht hören. Bin ja froh, dass ich hier bin. Was machen wir nun mit dem da, Kunert? Baden bei der Aufnahme ist Vorschrift, aber es geht doch nicht. Oh, das geht schon, Herr Wachtmeister. Sieht nur so schlimm aus. Ich würde so gerne baden. In Untersuchungshaft, da verdreckt man doch immer. Na, meinetwegen. Dann bad ihn, Kunert, aber vorsichtig. Höchstens mal rein. Hast du was? Bist du Stiekum? Mir kannst du alles anvertrauen. Hast du schon mehr abgerissen? 5 Jahre. Und jetzt? Mindestens 7. Oh, Backe, das zieht hin. Na, was denn? Die paar Jährchen, die reiß ich doch auf der Treppe im Stehen ab. Da brauche ich keine Zelle für. Wie ist denn der Arbeitsinspektor hier? Kriegt man Druckposten? Kommt drauf an. Und der Direktor? So lila, wie so ein alter eben ist. Zu sagen hat er nicht viel. Hat sich's denn gelohnt? 100.000. Was? Hast du nicht die Zeitung gelesen? Juwelendiebstahl bei Vosidlo? Warst du das, Mensch? Das habe ich gedreht. Solo. Donnerschlag.
du was beiseite gekriegt? Davon redet man nicht. Vielleicht erlebst du noch was mit mir. Sondern wickel mir mal erst die Binde vom Arm los. Aber vorsichtig. Ja, und? Das erste Päckchen. Okay. Zweite Blättchen. Ein drittes. So. Streichhölzer. Papier habe ich auch. Dann pack das weg. Gott sei Dank. Den Arm wieder bewegen. War schon ganz eingeschlagen. Na, du hast den Bogen aber raus. Ist gar nichts mit deinem Arm los. Quatsch. Hat der Lazarettkalfaktor gemacht. Für ein Päckchen Tabak. Wenn du dich hältst, kriegst du ein halbes. Ein ganzes. Wann kommt denn der Arzt? Morgen. Werden die Zellen hier sehr gefilzt? Nein. Steck deinen Tabak am besten in die Matratze, da sehen sie nie nach. Abends nach Einschluss kannst du schön qualmen, die Nachtwache sagt nichts. Gut. Kriegst ein ganzes. Aber dafür kriege ich einen tadellosen neuen Anzug. Gemacht. Zigarette im Bunker ist was Herrliches. Das Beste von der Welt. Draußen hat mir die Dinger so gedankenlos weggequält. Alles Quatsch. Goldene Freiheit. Hier ist es besser. Morgen was zu lesen besorgen. Sven Hedin. Da ist oft ein Weiberfoto drin. Bohn hat's auch nicht geschafft. Vorbestraft bleibt vorbestraft. Hier weiß man doch wenigstens, woran man ist. Man hat seine Ruhe. Man braucht nichts entscheiden. Nichts denken. Schön ist das. Nichts.